wenn's spürst, du gehörst zu mir, dann bleib da, dann bleib bei mir, weil du weißt, dein Platz ist hier, hier bei mir. Du, ich halt dich jetzt nicht auf, denn wer raus muss, der muss raus. Wenn du felsenfest dran glaubst, dann musst du's tun. Doch ich denk mir irgendwie, würd ich alles geben dafür, hätt ich die an jedem Tag so neben mir. Doch was ich dir sagen will, wär ganz leis und nur für die, egal was kommt, was auch passiert, hör nur auf dein Gefühl. Wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Und wenn's sein muss, werd ich's verstehen. Doch wenn's spürst, du gehörst zu mir, dann bleib da, dann bleib bei mir. Weil du weißt, dein Platz ist hier. Es fehle zwar ein Teil von dir, wenn du nimmer bei mir bist. Doch wenn's Hornweh unerträglich wird, dann wart ich schon auf dich. Wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Und wenn's sein muss, werd ich's verstehen. Doch wenn's spürst, du gehörst zu mir, dann bleib da, dann bleib bei mir. Weil du weißt, dein Platz ist hier, hier bei mir, hier bei mir. Chris, das ist dein Applaus. Also ich glaube, ich habe den Leuten nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, es freut uns alle schon auf dich. Eine wunderbare, tolle Stimme. Wie lange singst du schon? Ja, so richtig als Sänger unterwegs bin ich erst seit 2005, aber bis dahin natürlich in verschiedenen Bands unterwegs und immer wieder musikalisch tätig halt, aber als Sänger ist seit 2005 erst. Ja, und wie gesagt, seit du 4 Jahre alt bist, spielst du eigentlich x Instrumente. Wie viele sind es mittlerweile? Ja, es sind insgesamt 12, aber aktiv auf der Bühne 7. Und du hast mir vorher ganz vehement gesagt, dass ich gesagt habe, wo ich dich gefragt habe, wie viele Instrumente das sind, hast du gesagt, es sind zwar viele, aber das Wichtigste ist mir schon das? Das Singen, ja. Das Singen macht mir am allermeisten Spaß, mir macht alles Spaß. Nur das Singen ist einfach meine absolut größte Leidenschaft. Ja, und du bist ja eigentlich noch voll beruflich tätig, bist aber in wie vielen Formationen so querbeet immer wieder anzutreffen? Wenn wir das Singen mitnehmen, dann sind es 5 Formationen. Also ein Musikant durch und durch. Also ich wünsche dir noch ganz, ganz viele tolle Auftritte auf deinem weiteren Weg. Also gesanglich, denke ich, steht dem nichts im Wege. Musikalisch, denke ich, wenn du den Gesang so toll rüberbringst, kann da auch nichts schief gehen. Du hast eine aktuelle CD auf dem Markt und zwar heißt das? Nostalgiezuckerl. Hier, ich gebe sie dir. Du darfst sie den Leuten gerne selbst zeigen. Ja, also das ist meine neueste Produktion. Bin sehr stolz drauf, muss ich sagen, weil es die erste absolut professionelle war. Und es sind 4 eigene Titel drauf und 11 gecoverte, aber alles so Medleys mit alten Schlagern. Es geht zum Teil bis in die 40er Jahre zurück, schön eingepackt in einem neuen Gewand von meinem Produzenten, dem ich dafür auch nochmal sehr, sehr danke. Es ist wirklich ein tolles Produkt und ich höre mir selber auch immer wieder sehr, sehr gerne an. Und wer jetzt gern ein bisschen mehr über den Chris Holzer wissen möchte oder nachlesen, wo kann er das? Ja, auf meiner Homepage, das ist www.chris-holzer.de. Ja, in diesem Fall möchte ich mich leider auch schon wieder von dir verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und ich glaube, wir holen jetzt einfach meinen Benno mit zu uns auf die Bühne, damit wir uns zusammen mit allen anderen Künstlern, die heute mit dabei waren, auch verabschieden dürfen. Bin schon da.
Benno ist zur Stelle. Ja, ich möchte auch Dankeschön sagen fürs natürlich heutige Kommen hier in Kuhstall, fürs Einschalten zu Hause an den Fernsehgeräten. Und wir sind wieder zu Gast hier in Tonis Kuhstall, Weihnachtsausgabe. Und wer da dabei ist, soll ich das sagen? Das machst du mal. Also die einen wüsste ich zwar gerade, und zwar sind das die Geschwister David. Dann ist mit dabei unser Kollege vom KTV, der Armin Stöckl. Ich denke, es wird ein schöner Abschluss, wenn beide Moderatoren der Musiksendungen von KTV euch ins nächste Jahr hinübergeleiten dürfen. Dann ist mit die Jana Welsch dabei. Und zwei Newcomer, zum ersten die Andrea R. und die Gruppe Aufschwung. Und jetzt möchten wir natürlich nochmals für unseren Chris Holzer einen Riesenapplaus. Dann möchten wir nochmal alle Interpreten des heutigen Abends auf die Bühne bitten. Unsere junge Dame aus dem Elsass, die Sandra. Dann unseren Alphornman Kuri aus der Schweiz. Aus dem hohen Norden Deutschlands, Uta Karina und Fiete Münzner. Und unsere drei Lokalmatadore, die Wirbelwind. Ja, und wir möchten uns natürlich wieder bedanken beim ganzen Team von KTV, beim Licht, PLS-Technik, unser Andi am Lichtpult. Wir möchten uns auch bedanken, dass unser Egon immer so tolle Fotos schießt. Also das heißt, Mr. Pfiffikus, der ist immer aktiv mit dabei, damit ihr auf unserer Homepage www.musikkarussell.at auch wirklich eifrig nachschauen könnt, was denn so passiert ist in den Sendungen. Und wir möchten es natürlich nicht verpassen, unser Gastgeberpart des heutigen Abends, die doch Brigitte auf die Bühne bitten, und den natürlich. Toni Fink. Ein herzliches Dankeschön an die zwei für die tolle Bewertung und überhaupt dafür, dass wir da sein dürfen in diesem Jahr. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns natürlich von Ihnen zu Hause und wünschen Ihnen alles, alles Gute. Bleibt gesund, kommt gut durch den Sommer. Euer Benno und eure Corinne Bogner. Ciao miteinander. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von uschisbrautmode.ch.